Hallo, meine Lieben. Ihr seid der Hammer. So viel positive Resonanz auf das Gewinnspiel und auf diese Heldinnenreise. Wahnsinn. Dankeschön. Ihr Lieben, die Monatsbotschaften, die Sternzeichenbotschaften für den September, die sind gerade schon in Arbeit. Die ersten drei habe ich fertig. Die nächsten folgen jetzt die nächsten Tage und sobald ich alle fertig habe, lade ich sie dann auch gleich hoch und veröffentliche sie. Dann machen wir heute weiter mit einem Wunschorakel und zwar hat hier die Lilly gefragt, wo stehe ich, was sollte ich als nächstes tun, was sind meine Aufgaben, worauf sollte ich achten, was sollte ich meiden? Eine ultra interessante Frage, natürlich wie immer zeitlos. Lasse ich hier, damit ich dann die Fragen einmal ablesen kann. Wir fangen an mit, wo stehe ich? Kann jetzt natürlich auf den einen oder anderen zutreffen, muss aber nicht, okay? Deswegen, wir nehmen uns jetzt einfach mal die Botschaften mit und gucken, was es mit uns macht. Auf die Frage, wo stehe ich? Was bekommen wir für eine Botschaft? Wow! Da haben wir das Gleichgewicht. Ohne zu urteilen, erschaffe ich mir eine Welt, die von vollkommener Harmonie geprägt ist. Ihr Lieben, die Sache mit dem Gleichgewicht kennen wir, oder? Es kann sein, dass du hier aktuell sehr gut konfrontiert bist, mit Situationen, mit Themen, die dich immer wieder aus dem Gleichgewicht bringen. Warum? Weil, wenn man sich Gleichgewicht wünscht, bekommt man kein Gleichgewicht geschenkt, sondern man darf sich das erarbeiten. Man erhält Situationen, indem man sein Gleichgewicht quasi erarbeiten muss. Ist ein kleines, fieses Karma-Spiel, ja, aber wenn man den Sinn dahinter mal verstanden hat, dann ist man dann, glaube ich, auch ein bisschen vorsichtiger mit seinen Wünschen. Auf jeden Fall ist hier diese Thematik sich immer und immer wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Okay? Hier steht auch, ohne zu urteilen, erschaffe ich mir eine Welt, die von vollkommener Harmonie geprägt ist. Das heißt, die Verantwortung für diese Harmonie, für dieses Gleichgewicht liegt alleine bei uns. Wir entscheiden oder wir lenken die Richtung durch unsere Entscheidungen. Das heißt, es liegt in unserer Macht. Ja, wir sind in dieser Hinsicht wahre Schöpfer. Ja, das Gesetz der Resonanz. Dann haben wir noch die Freundschaft. Ich erkenne, dass ein Freund oder eine Freundin nicht ohne Grund in meinem Leben ist. Bam. Oh. Das ist. Scheiße. Ihr Lieben, wisst ihr, was das heißt? Egal welcher Mensch dir auf dieser Welt begegnet, egal wie sehr du ihn nicht ausstehen kannst, egal wie du jemanden verabscheust, diese Seele, ja, vielleicht nicht als Mensch, aber diese Seele ist dein verbundenster Freund. Okay? Auf Seelenebene. Wir lassen es jetzt auf der energetischen Ebene, weil natürlich gibt es Menschen, die dich ganz schlimm verletzt haben, die dich gedemütigt haben, erniedrigt haben und. Ja, die Liste ist lang. Und da hält mich jeder für verrückt, wenn ich sage, dieser Mensch ist dein bester Freund, weil er dir gewisse Situationen aufzeigt oder sie, okay? Aber hier auf Seelenebene. Ich habe mal irgendwo gelesen, ich kann es jetzt gar nicht mehr
sagen, wo genau das war, aber da hieß es, nicht auf die Menschen soll man sich konzentrieren, mit denen man sich eh versteht, sondern eher die Menschen, die einem vielleicht total unsympathisch erscheinen oder die man nicht ausstehen kann, ja. Und diese Karte hier bestätigt das nochmal in vollen Zügen. Wow, krasse Energie, krasse Energie. Ja, wo stehe ich? Hier kann es sein, dass du konfrontiert bist mit Menschen, vielleicht auch aktuell vermehrt konfrontiert bist mit Menschen, die dich nicht ausstehen können oder die du selbst nicht ausstehen kannst oder die dich immer wieder ärgern oder dich immer wieder nerven. Ja, somit fällst du auch wieder aus diesem Gleichgewicht raus, immer und immer wieder. Und hier den Hauptaugenmerk drauflegen, dass wir alle verbunden sind, alle. In Freundschaft, unsere Seelen, okay, auf Seelenebene. Und diese Karte noch unterm Deck, wir haben die Liebe. Ich werde mich darin üben, das Gute in allem zu sehen. Ist das nicht hardcore? Also, ja, und wieder mal bin ich krass berührt, wie diese Karten hier in einer Reihe harmonieren. Das ist der Hammer. Ja, da stehen wir. Und ja, das ist in der Tat, ist es zeitlos, weil diese Situation haben wir, ich weiß nicht wie oft in unserem Leben. Ja, und das können wir uns immer und immer wieder in Erinnerung rufen. Wahnsinn. Gehen wir weiter auf die nächste Frage. Was sollte ich als nächstes tun? Was sind meine Aufgaben? Worauf sollte ich achten? Was sollte ich meiden? Ich mache mir jetzt drei Stapel, keine Auswahlstapel, ja, sondern ich habe hier noch die Entscheidungskarten. Und ich hoffe darauf, dass hier noch die Entscheidungskarten fallen. So, das würde ich auf keinen Fall tun und das würde ich tun. Und ja, dass wir hier näher auf die Fragen eingehen können. So, okay. Ohne eine Frage genau zu betrachten. Hoppla. Oh, wow. Habt ihr gesehen, wie die rausgeflutscht ist? Machen wir erstmal diesen hier. Okay, dann gehen wir weiter. Okay, das ist jetzt wirklich eine Menge. So, jetzt haben wir hier diese drei Stapel quasi unterm Deck, das Empfangen. Und jetzt holen wir uns noch die Entscheidungskarten dazu. Erstmal für hier. Okay, alles klar. Ich kläre euch gleich auf, ihr Lieben. Ich sag euch und ich zeige euch gleich alles. Das ist der Wahnsinn. Das ist wieder der Wahnsinn. Okay, das ist zu viel. Okay, gut. Kurzes Zwiegespräch mit meiner Gang. Ich soll es trotzdem nehmen. Letzter Stapel.
Und dein Deck haben wir, du hast es in der Hand. Es liegt ganz allein bei dir, was du daraus machst. Niemand anders wird dir dazwischen funken können. Das ist wieder der Appell der geistigen Welt an unsere eigene und innere Stärke und die Entscheidungskraft, die Verantwortung für uns und für unser Handeln zu übernehmen. Wow, wow, okay, let's go. Also, was sollte ich als nächstes tun? Was sind meine Aufgaben? Das ist dieser Stapel. Worauf sollte ich achten? Das ist dieser Stapel. Und was sollte ich meiden? Das ist dieser Stapel. Ich hoffe, ihr habt jetzt mitbekommen, dass ich suche mir das jetzt nicht einfach so aus, okay, sondern ich habe, was sollte ich als nächstes tun? Was sind meine Aufgaben? Da brauche ich eine positive Entscheidungskarte. Dann brauche ich natürlich negative Entscheidungskarten, was man meiden sollte. Und dann habe ich hier noch, worauf sollte ich achten? Diese Energie ist neutral. Okay, nicht, dass ihr jetzt denkt, ich lege hier die Karten so, wie es am besten passt. Nein, habe ich nicht, aber es passt trotzdem perfekt. Legen wir los. Was sollte ich als nächstes tun? Was sind meine Aufgaben? Ihr Lieben, da haben wir drei Glückskarten. Ein Traum wird wahr, die Liebenden und auf Wolken schweben. Ja, das gilt jetzt natürlich in einem allgemeinen Orakel immer auf jeglichen Bereich. Ich gehe hier immer hauptsächlich irgendwo auf die Liebesthematik, partnerschaftliche Thematik ein, aber trotzdem spürt euch bitte rein, jeder für sich, auf welche Situation, welche Thematik, welchen Lebensbereich es hier für dich zutrifft. Also, wir haben hier die Träume. Die 22, die 29 und die 13 übrigens, okay? Wir haben hier die Träume, wir haben hier die Liebe, die Vereinigung, die Selbstliebe. Wir haben hier das Glück auf Wolken schweben, die Leichtigkeit, sich wieder fühlen, Optimismus, am Leben teilhaben. Leben, ja, das ist gar nicht immer so einfach, wirklich aktiv am Leben teilzunehmen, sich nicht irgendwo zu verkriechen oder so, ja, sondern wirklich präsent sein, präsent und authentisch in seinem eigenen Leben, auf seinem eigenen Weg. Gerade so in Situationen, wenn man hier aus dem Gleichgewicht kommt, okay, in der Arbeit, im freundschaftlichen Umfeld oder im bekannten Umkreis, in der Familie, in der Partnerschaft und, und. Also konzentriere dich wieder mehr auf deine Träume, deine Ideen, deine Wünsche. Bring die Liebe wieder mit ein in die Dinge, die du tust. Ja? Wie oft ist es so, dass wir funktionieren, und man macht alles eher so maschinell, so unbewusst auch, ja? Ja, ihr Lieben, ich kenne das. Manchmal mache ich irgendwas und 5 Minuten später weiß ich überhaupt nicht mehr, dass ich das gemacht habe. Ja, dass ich zum Beispiel die Türe abgesperrt habe oder dass ich die Post aus dem Briefkasten geholt habe. Weil das so ein automatischer Ablauf ist zum Beispiel, wenn du vielleicht immer die gleichen Zeiten hast, wo du eine gewisse Sache machst. Dann, und du machst es unbewusst, ja, natürlich, wenn du es bewusst machst, ist es was anderes. Aber wenn du etwas unbewusst tust, dann weißt du in der vielleicht gar nichts mehr davon. Und hier wirklich wieder aktiv und bewusst an diesen Situationen, an diesen Themen, in diesen Bereichen wirklich teilhaben, teilnehmen und Leichtigkeit wieder reinbringen. Den Fokus wegnehmen von dieser schweren Energie, von belastenden Situationen. Vielleicht hilft es auch, wenn man gerade in Schwierigkeiten steckt, ja, dass man hier auch die Kehrseite betrachtet. Ich meine, alles was ist, wir leben in der Dualität, alles was ist, hat zwei Seiten. Zwei. Eine gute, eine schlechte, eine dunkle, eine helle. Okay? Immer. Und hier wirklich wieder das Leben genießen, den Fokus darauf setzen, wieder das Leben zu genießen. Wahnsinn.
Die Entscheidungskarte, da steht drauf, worauf wartest du? Das ist die Gelegenheit, auf die du gewartet hast. Jetzt musst du alles daran legen, dein Ziel zu erreichen. Es ist das Lebensziel, auf dem Seelenweg glücklich zu sein. Glücklich zu sein und das Leben zu leben. Und ja, auch in dunklen Phasen hast du die Möglichkeit, hier aktiv teilzunehmen. Und zu leben. Gerade dann in den dunklen Zeiten, weil ich meine, wenn alles super ist und alles toll ist, vielleicht verliert man auch das Werteverständnis ein bisschen. Ja? Wenn alles immer toll ist und harmonisch, dann wird es langweilig. Dann weiß man vielleicht gewisse Dinge nicht mehr zu schätzen. Und in dunklen Phasen ist es dann wieder was anderes. Mega. Was sollte ich meiden? Da haben wir zwei Problemkarten bekommen, ja, und drei Entscheidungskarten. Gigantisch. Wir haben die 83, sich ungewollt fühlen, und wir haben die 58, den Schmerz. Ist natürlich der volle Gegensatz von dieser Sache und es passt wieder perfekt. Ich sprach vom Wert, vom Werteverständnis, natürlich auch der eigenen Person gegenüber, sich selbst, okay? Sich ungewollt fühlen, woher kommt das? Vielleicht gehst du an Menschen vorbei und du bildest dir ein, sie reden gerade schlecht über dich. Ja, nur weil einer gerade zufällig blöd in deine Richtung geguckt hat. Und ja, wenn man gewisse Dinge immer persönlich nimmt, aus irgendeinem, wie sagt man, aus irgendeinem Urteilsding, ja, wenn du dich irgendwo immer in einer Bewertungs- oder Urteilsblase befindest, ja, kommt auch zwischendurch vor. Weiß natürlich jeder für sich selbst, okay, ob es zutrifft oder nicht, aber vielleicht bist du auch gerade Single und verzweifelt auf der Suche nach einem Partner oder siehst überall nur Paare und denkst dir, ja, super, alle sind so happy, verliebt und ich stehe jetzt da. Ja, was steckt dahinter? Was steckt dahinter? Und auf der Suche nach dem, was steckt dahinter, verlier dich nicht in einer Art Schmerz, verlier dich nicht in irgendeinem Schmerz, der Schmerz aus deiner Vergangenheit, der Schmerz aufgrund von irgendwelchen Situationen, irgendein Schmerz, der dich vielleicht schon immer begleitet oder immer zeitweise oder in verschiedenen Situationen. Verlier dich nicht darin. Lass es los, leg deinen Fokus hier auf dieses Licht, auf die Wärme, auf diese Geborgenheit, die dich immer umgibt, okay? Das ist nicht etwas, was du erst suchen musst. Nein, es ist da. Du musst es nur wahrnehmen. Ja, was sagen die Entscheidungskarten? Schau mal. Schmerz, lieber nicht. Sieht man das? Hier, guck mal, lieber nicht. Ja, was soll ich dazu sagen? Natürlich, vollkommen recht. Was sein wird, wird sein. Lass das Leben einfach auf dich zukommen. Meistens ergeben sich die Dinge genauso, wie es am besten ist. Und das ganz ohne unsere Einflussnahme darauf. Dinge geschehen. Man kann gewisse Dinge nicht festhalten. Nein, man kann gar nichts festhalten. Okay, wozu auch, warum? Deswegen halte hier bitte auch nicht eine dunkle Phase fest oder halte auch nicht den Schmerz fest oder irgendetwas Unschönes oder Unangenehmes, indem du dich ständig damit beschäftigst, ja? In die Leichtigkeit. Also bitte nimm hier den Fokus raus und lass das Leben wirken. Lass es fließen. Und das Wichtigste hierbei, nimm dir Zeit. Nimm dir Zeit. Gut Ding will Weile haben, sagt ein altes Sprichwort.
Wie bei so vielen Sprichwörtern steckt auch hier ein Funken Wahrheit dahinter. Diese Sache bedarf noch etwas Bedenkzeit. Man kann nichts erzwingen. Zeit ist fließend und gewisse Dinge, gewisse Themen, denen man sich angenommen hat, um sie zu verarbeiten, das passiert auch nicht von heute auf morgen, okay? Deswegen nimm den Druck raus. Nimm den Druck raus. Solange du im Fluss bist, solange du dich immer und immer wieder ins Gleichgewicht bringst, kommen die nächsten Schritte von alleine. Wundervoll, wundervoll, mega. So, worauf sollte ich achten? Da haben wir hier eine Menge bekommen. Also, die Reihenfolge ist jetzt hier egal. Worauf sollte ich achten? Da haben wir die 82, das Festhalten. Wir haben die 41, glücklich sein. Die 33, wahre Liebe. Die 32, die Erotik. Die 18, das Spiel. Die 35, die vollkommene Hingabe. Und die 61, Fantasievorstellungen. Du kommst mal da weg. Dann machen wir das mal hier untereinander, dass ich das besser angucken kann. Also, worauf solltest du achten? Themen wie Bedürftigkeit, Täuschungen, Wunschvorstellungen, Traumschlösser, Seifenblasen, Themen wie glücklich sein, die wahre Liebe, sexuelle Themen oder einfach nur leidenschaftliche Themen, okay? Das Spiel, die Leichtigkeit, die Hingabe an den Fluss des Lebens, also rein theoretisch ist hier, worauf du achten solltest, alles enthalten, was wir hier schon besprochen haben, okay? Also die Sachen, wo du den Fokus drauflegen solltest, die Sachen, die du hier quasi, was deine Aufgaben wären, was du zu tun hast und die Sachen, die du lieber sein lässt, okay? Das ist das Komplettpaket nochmal in Einzelheiten. Ja, mehr gibt es dazu wirklich nicht zu sagen. Komm in den Fluss. Immer und immer wieder. Ja, das ist, ihr Lieben, das ist keine Sache, wo man sagt, okay, ich bin jetzt im Fluss, passt, alles läuft, alles fertig. Nein. Ich glaube, wenn du da fertig wärst, dann wäre auch dein Leben hier zu Ende auf dieser Welt. Aber wir bekommen immer wieder neue Möglichkeiten, uns ins Gleichgewicht zu bringen. Ja, ich meine, hey, das Leben ist eine Achterbahnfahrt. Es geht rauf, es geht runter und dann geht es wieder rauf und wieder runter. Zwischendurch sind ein paar Loopings. Vielleicht kommen wir mal durch eine feuchte Stelle, ja, so Richtung Wasserrutsche. Dann werden wir mal gescheit nass und dann, ja. Ja. Sei vorsichtig mit den Dingen, die du versuchst festzuhalten. Ja? Sei es jetzt Situationen, sei es jetzt Gegenstände, materielle Dinge, Personen oder vielleicht auch geistige oder emotionale Dinge. Sobald du versuchst, etwas festzuhalten, bist du nicht mehr im Fluss. Um glücklich zu sein, brauchst du auch ein gewisses Maß an Leichtigkeit. Die Dinge nicht immer zu ernst nehmen, zu persönlich, zu schwer. Das Feuer wieder entfachen, das Feuer für gewisse Dinge, ja, die Leidenschaft. Die Dinge, wie ich vorhin schon gesagt habe, wenn man viele Sachen unbewusst macht und nur funktioniert, dann ist es auch
in einer gewissen Art und Weise sehr, sehr leidenschaftslos. Und diese Dinge, diese Handlungen, die du ausführst, haben eine ganz andere Energie, wenn du hier wieder in die Leidenschaft gehst, wenn du gewisse Dinge leidenschaftlich vollziehst, ja, ob du jetzt einen Pulli strickst, ob du dein Auto wäschst oder ob du mit einem Freund oder einer Freundin zum Essen gehst oder sonst irgendwas tust, ja. Lass die Leidenschaft in dir wieder erwachen, lodern, brenne. Mit dem Bewusstsein kommt natürlich auch der Blick für eventuelle Täuschungen, eventuelle Täuschungen von außen, aber natürlich auch die eigenen Täuschungen, Dinge, die man sich vormacht, Dinge, die man sich schönredet, aber auch Dinge, die man sich schlecht redet. Und die wahre Liebe natürlich, ja. Die wahre Liebe, das ist nicht nur ein Ding in der Partnerschaft, okay? Das habe ich hier schon in der Freundschaft, haben wir das vorhin schon gehabt. Auch Menschen, die du auf den Tod nicht ausstehen kannst, mit denen wir trotzdem auf der Seelenebene verbunden sind, in tiefster Liebe, ja, das ist wahre Liebe. Akzeptanz, Akzeptanz und Toleranz den anderen gegenüber. Und vergesst nicht, wir sind nicht hier, um jemanden runterzumachen. Wir sind hier, um anderen Menschen eine Hand zu reichen. Selbst die, die uns vielleicht manchmal ziemlich auf den Sack gehen. Das ist kein Patentrezept, okay? Das ist, in manchen Situationen geht es einfach nicht anders. Aber es gehört dazu, zu unserem Menschsein auch, dass wir eher versuchen, Brücken zu bauen, als diese Distanz zu unterstützen und die Trennung, okay? Das passiert schon genügend im Außen. Ihr Lieben, was sagt die Entscheidungskarte? Das kannst du jetzt wirklich gut gebrauchen. Entscheide dich für dich persönlich und schenke deinen Bedürfnissen mehr Beachtung. Du bist es wert. Ja, ihr Lieben, ein wundervolles Reading, ein wundervolles Reading. Ich muss mir das jetzt dann gleich nochmal angucken, während ich mein Video bearbeite, weil die Botschaften hier sind Gold wert. Ja, auch für mich persönlich, ich nehme die Botschaften auch mit, wenn ich es mir dann nochmal angucke. Und wow. Ich danke euch von Herzen fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.